Werbung. Und alleine aus den eben genannten Gründen halte ich es für unerlässlich, das chinesische Bruttosozialprodukt nicht zu unterschätzen. Verglichen mit den Exporten unserer europäischen Nachbarn bewegt sich unser Export nach China auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Und deshalb muss unsere Sales Strategy darauf abzielen. Und darum müssen wir schauen, dass wir den Chinesen unser Klump nicht drucken, nicht? Weil es kann ja nicht sein, dass die anderen Hans Wursten mehr verkaufen wie wir. Weil wir haben alle nur wir. Und uns. Jetzt können Sie Ihre bayerischen Mitarbeiter auch dorthin schicken, wo Preußen einen Vortrag halten. Mit Lingua Bavariae, dem deutsch-bayerischen Übersetzungsservice. Lingua Bavariae, denn der Erfolg hat viele Zungen. Hey, Schnalle, wenn ich bei der Bundeswehr wäre, würde ich nach 10 Minuten voll abkotzen. Klar, wegen der beschissenen Machtstruktur, oder? Ach Quatsch, Machtstruktur, wegen der Uniform. Die schauen alle gleich aus, die Idioten. Da gibt's Gänsementenhinweise. Diese Fischgans von Matthias sind so schön weich. Und seitdem ich weiß, dass sie ohne Fett sind, schmecken sie mir noch besser. Matthias Fischgans. Naschen. Ganz ohne Fett. Matthias, yes, yes, yes. Danke. Dreck, 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 Dreck. Du, Papa, der Björn aus unserer Klasse hat gesagt, dass er viel lieber ans Meer fährt wie im Berg. So ein Saupreis. Du, Papa, und der Helge isst keine Brezen zum Frühstück, sondern Brötchen mit Konfitüre. Ach, so ein Saupreis. Du, Papa, und die Frau gesagt, dass Fisch viel gesünder ist wie der Steinsbrunn. Das ist auch ein Saupreis. Du, Papa, wenn ich einmal groß bin, möchte ich auch ein Saupreis werden. Eine Aktion des Tourismusverbandes Norddeutsche Tiefstebene. So, und jetzt gehen wir ganz kurz ab in die Werbung. Und danach. Das gibt's ja nicht. Gibt's doch nicht, der Herr Ministerpräsident. Grüß Gott. Ja, ja, was machen Sie da? Schauen Sie, Herr Grünwald, ich bin ja auch bald weg vom Fenster. Von meinen Fans. Und da muss ich natürlich auch, bin gerade auf großer Abschiedstournee, überall noch für Gott sorgen, so auch bei Ihnen. Ja, das braucht's ja nicht. Doch, doch, doch. Schauen Sie, Herr Grünwald, die Tatsache, dass Sie heute hier praktisch behaupten können, mit Stolz behaupten können, dass Sie in Zukunft mit 5.1-Kanalton senden, haben Sie auch der Laptop- und Lederhosen-Initiative der Bayerischen Staatsregierung zu verdenken. Verdanken. Schauen Sie, wenn Sie in Zukunft am Fernsehstudio in München starten, Sie steigen in das Mikrofon hinein, Sie sprechen in das Mikrofon hinein, dann starten Sie praktisch hier beim Fernsehstudio in Unterföhring. Schauen Sie sich die großen Fernsehstudios einmal an, wenn Sie Heathrow in London oder sonst so, meine sehr verehrten, Charles de Gaulle in Paris oder Berlusconi in Rom, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker brauchen, um praktisch ihre Dings. Und wenn Sie Hessen sich anschauen, ja, da bin ich froh, dass ich das ist sozusagen der ja, Punkt, warum der ich... Stäuber, geh mal, komm's. Und trotzdem bin ich froh, dass ich in meiner aktiven Amtszeit noch geschafft habe. Jetzt brauchen wir nur noch den Transrapid. Ja, genau. Wiederschauen. Ja.
Jetzt, meine Damen und Herren, jetzt geht's ans Eingemachte, es geht ans Eingemachte, beziehungsweise es geht ans Ausgepackte. Wir ziehen uns jetzt alle nackert aus. Na, war Scherz, Gottes Willen, oh, um Gottes Willen. Na, jetzt geht's um eine Sache, die offenbar Frauen und Männer unterschiedlich gut verkraften. Es geht ums Kleiderprobieren in Kaufhaus, Umkleidekabinen. Dabei helfen, diesen Horror zu beleuchten, werden wir Monika Gruber, Claudia Schlenger und Hans Meilhammer und die Tanja. So. Umkleiden sind ja immer furchtbar, stelle ich fest. Wenn du jetzt zum Beispiel reinkommst in ein Kaufhaus und so, dann siehst du oft so feine Damen reinkommen im Batesmantel, so, und denkst, was ist denn das für ein Pixel, Madame? Und dann, wenn sie sich auszieht und du kannst so ein bisschen einen Spalt in die Umkleidekabine lugen, dann schaut es oft aus, als ob es gerade mit einem Schafbock gekraft hätte, wo du denkst, Wahnsinn. Ja, vom BH hängen Pfahlen davor und das, was mir weiß war, ist grau und Ober- und Unterteil passen nicht zusammen, gar nicht zu reden von Körperbehaarung und Zehennägel. Also, das ist schon grausam. Und was ich ja überhaupt nicht aus heute, das ist zum Beispiel in so modernen Jeans-Stores, da gibt es ja keine Vorhänge, sondern so diese Western-Türen. Und das, ich sag's Ihnen, wie es ist, ich kann mich da halt nicht umziehen. Es geht einfach nicht. Wirklich, das ist, ich hätte da irgendwie Angst, dass irgendein... Nein, also das... gut, ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber... Sie wissen, was ich meine. Männer haben es ja von Haus aus schwer. Also wenn Männer jetzt mit Frauen zum Einkaufen gehen und sollen beraten, zur Seite stehen, dann dauert das erstens einmal Stunden und Männer haben die Arschlochkarte gezogen, weil sie können ihnen nie was recht machen, egal was sagen. Absolut. Kann man das vielleicht mal spielen, so? Ja, gerne. Dass du vielleicht meinen Mann spielst und Claudia, magst du mal kurz die Verkäuferin spielen, die mein Mann so rettend zur Seite steht und ich gehe mir den ein. Du gehst mir den ein. Ich probiere jetzt. Ich setze mich da hier und genau. Also jetzt kann es nicht mehr lang dauern. Ah, das ist nicht. Das war schön, wenn es nicht mehr lang dauern wird. Schatz, du denkst dran, wir haben Weihnachten Gäste. Hast du einen Clown verschluckt, Masi? Geh gleich, Hobbys, geh gleich, Hobbys. Ja. Jetzt pass auf, da wär's stark. Ich bin ja schon so gespannt, was du sagst. Und ist das ein schönes Kleid, ha? Ja, schon. Gefällt's dir nicht? Gefällt's dir nicht? Doch, doch, schon. Ich finde, es ist halt ein bisschen... Ein bisschen was? Zu kurz? Das ist absolut perfektes Kleid, da gibt's nichts zu meckern. Ja, ich meine, gut, ich käme mit sowas nicht aus. Ich bin jetzt nicht so der Modetyp, Modefachmann. Das ist, und ich habe ja auch keinen Geschmack, aber... Ja, aber? Aber irgendwie ist schon... Scheiße bunt, oder? Ja, das gehört das so, das hat man jetzt so. Ja, absolut. Ja, gut, aber ich finde es halt auch ein bisschen irgendwie vom Ding her. Weißt du, das gerade vom Ding her irgendwie ein bisschen. Was für ein Ding, meinen Sie? Ja, vom Ding halt her, das ist. Du weißt, was ich meine, oder? Nein, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ja, gut, ich meine halt das, was du vorhin auch gehabt hast, das Kleid, dieses blaue, das lila, ja, so lilafarbenes war das. Das Fuchsia. Was? Die Farbe heißt Fuchsia. Genau, Fuchsia, lila, sagt der Depp. Ja, so ein Depp. Also, ja, ich meine halt, dass das... Fuchsfarben, ich vorhin, dass das halt einfach, ja, dass das halt auch und mittenrum halt irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen. Aha. Was war's da? Aha. Du findest also, dass ich in dem Kleid fett ausschau? Das ist nicht nett von Ihnen. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Das hast du gerade gesagt, ja? Ja. Ja, jetzt ein Himmel, Herrgott, Sakrament noch mal. Dann frag mich halt gar nicht erst. Ich schrei nicht so. Ja, jetzt schreien Sie nicht so. Ja, ich schrei doch gar nicht. Du schreist so, die Leute schauen schon. Ja, die Leute schauen schon. Ich schreie nicht! Himmelarsch und Zwirn noch mal mit deinen saubläden Fetzen da. Jetzt mag ich aber nicht mehr. Es interessiert doch keine Sau, was für einen saubläden Waschlappen, dass du anziehst oder was. Nee, und siehst Grutze, Birken noch mal. Wirklich. Ja. Das ist typisch, Mann. So ein Geschiss, man habe ich in ein Kleid. Also wenn ich mir so bleck komme, dann nehme ich alle zwei das und das Fuchsia-Farben nicht. Genau. Ja.
Ja, und wenn das wirklich auch schon schwierig ist, wenn man in der Umkleidekabine drinnen ist, ich halte das nicht lang aus, ich habe da ein bisschen, muss ich ja sagen, ein bisschen Platzangst kriege ich da. Aber was ja noch viel, viel schlimmer ist, man muss ja irgendwann aus der Umkleidekabine wieder raus. Und, ha, Schatzi? Was ist? Und? Ich weiß nicht, was meinst denn du? Also, ich mein, in der Hosen schaue ich aus wie ein Volldepp. Entschuldigung, sind Sie der Verkäufer? Ich bin nicht bloß Verkäufer, ich bin der Abteilungsleiter. Was sagen Sie zu der Hosen? Die Hose ist ganz große Klasse, die ist wunderbar, diese Hose. Ja? Ja. Also, wenn Sie mich fragen, schaue ich aus wie ein Volldepp. Aber überhaupt nicht. Also, diese Hose, das ist die Revolution. Mit der Hose, da hauen Sie der Gesellschaft links und rechts an ihn ein. Ja. Meinen Sie? Fahli? Also, irgendwie komme ich mir vor wie ein Volldepp. Aber passt tut's schon, oder? Ja, die passt, ja, Fräulein passt. Sie schaut ja aus, wie wenn es der Karl Lagerfeld selber geklöppelt hätte. Die sitzt, die passt, die wackelt und hat Luft. Na, nur eine Frage. Hätten Sie vielleicht in der Größe noch andere Hose? Sie meinen vielleicht so eine Jeanshose? Hm? Ein bisschen vorgewaschen, gerader Schnitt, ein bisschen unauffällig. Dass ich halt nicht direkt ausschaue wie ein Volldepp. Ja. Und wie viel von diesen Jeanshosen haben Sie bereits im Schrank hängen? Sind es 10 oder sind es 15? Nein, diese Hose nimm's, Bubi. Wirklich, das ist eine wunderschöne Hose. Diese Hose leitet die Metamorphose ein zum interessantesten Menschen des Universums. Ja. Das ist vom hässlichen Entlein zum majestätischen Schwamm. Also ich muss schon sagen, er hat recht, die Hosen hat was, oder? Meinen Sie, hä? Ja. Die schaut ganz, ganz toll aus. Glauben Sie es mir einfach. Was sagen Sie zu der Hosen? Also wenn Sie mich fragen, der schaut aus wie ein Volldepp. Wie geht's bei dir? Ich hab noch eine. Super. Oh, nur her damit, Patricia. Das ist ja auch so toll. Oh, schaut das super aus. Mei, der Irren ist ja pflegeleicht. Sagen Sie mal, wo kriegt man sowas? Das muss sein. Der geht einfach gern einkaufen, gell? Prost. Prost. Ja, nie. Ja, alles, was recht ist, in dem Anzug schaue ich aus wie mein eigener Opa. Das liegt nicht am Anzug. Komm mal raus und lass dich anschauen, Berle. So, und wie schaut's aus? Ja, sag, ein paar Abnäher. Die Hose, sagen wir mal, ein bisschen kürzer. Perfekt. Das ist perfekt, den nehmen wir, du. Dann sind wir fertig und wie schaut's bei euch aus? Da eine Hose habe ich noch. Berle, eine Hose hätte ich noch. Ja, magst du die noch probieren? Ich gleich probieren, ja. Ja, das schlupfe ich schon rein. Ah, ja, die schaut auch gut aus. Ja, ja, das ist ganz schön. Jetzt sehe ich die aus. Wahnsinn, ha? Das war jetzt synchron. Unglaublich. Ja, meine Damen und Herren, das war es. Das war die letzte Folge vom Grünwald Sommer Spezial. Wir sehen uns, hoffe ich, am 17. September wieder mit Grünwald Freitagscomedy. Meine Damen und Herren, bleiben Sie, wie Sie sind. Was anderes bleibt denn eh nicht übrig.